Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der sogenannte Bornbienenstand dran. Ihr seht ja hier schon meine vier Homehives, fünftes, sechstes Homehive, dann hier noch die zwei älteren Segeberger Kisten. Und heute bin ich wie üblich im 21-Tages-Rhythmus mit allerdings dem letzten Turnus in diesen Abständen. Macht jetzt auch keinen Sinn mehr, in 21-tägigen Rhythmen die Bienen durchzuschauen. Wenn die heute alle gut sind, dann springe ich auch hier bei diesem Bienenstand in einen 6- bis 8-wöchigen Rhythmus rein. Da bereits viele Bienen jetzt schon bei uns in Baden-Württemberg, Karlsruhe im Mitte November brutfrei sind, habe ich die Oxalsäure bereits mit an Bord. Das heißt, wenn wir jetzt hier wirklich brutfreie Völker vorfinden, dann werden die auch sofort restbehandelt. Die Milbenanzahl ist hier immer noch so, dass ich definitiv eine Winterbehandlung brauche dieses Jahr. Wir hatten leider 2021 hier bei uns die allerbeste Bedingung für die Vermehrung von Varroamilben. Ist meistens eigentlich immer so, sehr schade, wenn wir ein schlechtes Bienenjahr haben, haben wir gleichzeitig ein gutes Varroajahr, was für uns ja auch schlecht ist. Ist eigentlich alles kein Thema, man muss allerdings wissen, wie man damit umgeht. Und wie ich ja schon bei mittlerweile fast jedem Video betone, der wichtigste Umgang ist eben wirklich reinschauen. Wir haben heute 12 Grad, das heißt, es ist okay, hier kurz reinzugucken. Wenn natürlich alles gut ist, ihr seht ja, was ich da jetzt mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wie im Sommer hier durchschaue, aber man muss schon reingucken. Ich habe gerade letzte Woche wieder ein Volk aufgemacht mit einer unbegatteten Königin. Und das kann natürlich dann echt zu Problemen führen, wenn man das nicht erkennt. Schön, wow, das ist doch mal ein mega Bienenvolk. Quellen hier schon über. Also das ist doch mal ein richtig starkes Volk. Und ich sehe sofort Brut. Wenn ich Brut hier sehe, dann ist ja auch die Königin noch aktiv. Und die Königin ist auch in dem Fall noch da. Eine weitere Durchsicht ist hier nicht notwendig. Ich habe gesehen, was es zu sehen gibt. So, dann machen wir jetzt mit dem Volk auch gar nicht länger rum. Die sind so stabil, wie sie dran stehen. Und gleich wieder zu mit den guten Bienen. Von der Bewertung hier kann ich definitiv sagen, tipptopp. Was für ein mega starkes, schönes Bienenvolk. Die letzten Wachsbrücken hier, die werde ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr wegmachen. Die hindern mich auch nicht mit der Oxalsäurebehandlung. Wenn ich da jetzt schaben würde, dann bringe ich ja nur das Volk in Unruhe rein. Das lassen wir heute. Und nächstes Bienenvolk. Ich setze jetzt hier wieder. Genau, ich setze die Klammern alle schräg, falls ich noch nicht behandelt habe. Und die Klammern gerade, wenn ich dann durch bin mit der Oxalsäurebehandlung. Okay, die sind jetzt ein Ticken schwächer, aber das macht nichts. Das Volk ist hier stabil. Und das ist ja immer noch ein basketballgroßer Bienenhaufen. Vielleicht hier kurz als Anmerkung, alles was unter der Größe eines Fußballs in der Überwinterung ist, ist nur meine Empfehlung, nicht lang rummachen. So ein Bienenvolk muss vereinigt werden. Fast brutfrei.
Noch nicht ganz, aber fast. Okay, also ich gucke jetzt hier ein bisschen mehr rein, weil wenn es sich jetzt tatsächlich nur noch um die paar Zellen handelt von Brut, dann kann ich hier trotzdem eine Oxalsäurebehandlung machen. Also wegen 5 Zellen mache ich da jetzt nicht lang rum, die noch offen sind. Die aufzustechen macht auch nur dann Sinn, wenn die völlig kaputt sind. Das war ja die letzte Brutwabe. Die Königin hat hier ihren Punkt verloren. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also hier, gut. Also das kann man eigentlich als brutfreies Volk durchgehen lassen. Und hier auf der Seite ist auch keine Brut mehr. Okay, jetzt sollte ich allerdings hier noch überprüfen, ob da nicht noch mehr Brut ist. Wenn ja, lasse ich die Behandlung. Ja, also das sieht doch gut aus hier. Okay. Wie viele Bienen haben wir hier noch? Auch immer eine kleine Gruppierung. Also wir kommen hier mit knapp über 30 Liter Oxalsäurebehandlung kommen wir hier sehr gut hin. Auf 33 Milliliter gehe ich bei dem Bienenvolk. Also hier muss ich jetzt zweimal drüber gehen. Das Volk sitzt hier wirklich sehr eng zusammen. Und oben sind noch nicht so viele Bienen, dass ich da jetzt den Rest der Oxalsäure oben hätte reingeben können. Wenn ich jetzt zweimal drüber gehe und dann die restliche Säure in die obere Zarge reinbringe, dann haben wir hier die perfekte Dosierung. Okay. Und Kiste drauf. Oh, das ist ein sehr schönes Bienenvolk hier. Sitzen gut kompakt drin. November, BOX für Oxalsäure, Plus in den Bereichen Verhalten, Gesundheit und Entwicklung und auch ein Plus im Futtermanagement, haben sie auch gut gemacht. Und nächstes Bienenvolk. Genau, und jetzt kommt die Klammer, wie gesagt, gerade, dass ich weiß, hey, hier ist mein Job fertig. Ist eigentlich ganz cool, ich brauche heute auch keinen Raucher. Es ist schon so spät im Jahr, dass wir ohne Rauch arbeiten können.
das Volk hat auch eine ähnliche Volksgröße wie die, wo ich gerade eben aufgemacht habe. Hat unten einen Leichenfall bekommen, wo ein tatsächlich erhöht ist. Also hier muss ich von ausgehen, dass wir wirklich noch vermutlich ein bisschen mehr Varroamilben drin haben. Hoffentlich ist das Volk brutfrei. Wäre gut. Es ist nicht brutfrei. Ich muss echt sagen, das Volk sieht übel aus. Halleluja. Die Biene hat ja wirklich jede Brutwabe aufgefressen und ihre Brut rausgeholt. Heieiei. Also das sieht gar nicht gut aus. Überhaupt nicht. Das sieht überhaupt nicht gut aus, das Volk. Von wegen groß, ne? Also die sahen von Anfang groß aus. Und wenn ich mir die genauer angucke, das ist halt leider doch ein extrem kleines, schwaches Bienenvolk. Eieiei, also das wird mit Sicherheit, wenn überhaupt, mit viel Schmerzen nur über den Winter kommen können. Ich sehe hier leider die Vereinigung schon kommen bei dem Volk. Die haben einfach noch mal zu viel Bienenmasse verloren jetzt in den letzten Tagen. Und die werden hier auch noch weiterhin verlieren. Also die Bienen hier muss ich abschlagen. Weil so eine furchtbare Wabe, die hat einfach in den Bienen von nichts mehr verloren. Also das ist Hopfen und Malz verloren hier bei dem Volk. Ich sag ja, die Varroa war dieses Jahr bei doch einigen Bienen wirklich sehr, sehr widerspenstig. Und auch dieses Jahr die Räuberei zwischen den Völkern war auch ziemlich abnormal. Ich wünschte, die Menschen würden endlich mal diesen Bienenschein einführen. Weil da kommt ganz, ganz viel Tierleid her. Und das betrifft dann leider auch die Imker, die eigentlich sauber und gut arbeiten. Also kann man sich ein bisschen so vorstellen, der eine Imker macht es gut, hat vielleicht 30, 40 Völker an einem Standort und behandelt seine Völker auch richtig. Das heißt, wenn die Schadschwelle erreicht ist, dann fängt man an zu behandeln. Aber wisst ihr, wie viele Menschen umliegend sind, die einfach nur einen Bienenstock hinstellen und denken, ja, die Tiere machen das dann schon allein. Und dann hat dann dieser eine Imker, der es gut macht, den ganzen Varroa-Mist von den umliegenden Völkern drin. So geht es mir leider ganz oft. Und ein paar Tage Räuberei kann halt leider wirklich die ganze Arbeit mit der Varroa-Behandlung in wenigen Tagen kaputt machen. Sind hier. Gut, also das Volk ist wirklich ganz, ganz schlimm. In der ersten Sekunde schaut gut aus, aber jetzt wisst ihr auch noch mehr, warum dann der zweite Blick viel wichtiger ist. Einfach nur mal kurz reingucken reicht eben nicht immer aus. Durch zwei Wabenlüpfen weiß man dann schon ganz genau, was Sache ist. Ich habe jetzt bei dem Volk die Brut rausgenommen im November. Brut entnommen, schreibe ich BR hin. Verhalten war gut, Gesundheit war schlecht, Entwicklung war schlecht und genau hier Oxalsäurebehandlung OX. Das mache ich nachher, weil jetzt ist das Volk ziemlich nervös, die jetzt aufzumachen und dann zu behandeln ist Schwachsinn. Die lassen wir erstmal zu, bis wir hier die anderen durch haben. Dann haben die sich wieder beruhigt und dann kann ich mit der Oxalsäure auch wieder agieren. So, also jetzt haben wir schon ein sehr gutes Volk, ein schlechtes Volk. Nummer 4, was haben wir denn hier?
Wow. Gott sei Dank. Das ist doch mal wieder ein Wow. Seht ihr das hier mit der Kamera, wenn ich den Kopf so halte? Also so muss ein Bienenvolk aussehen. Nicht wie das hier, sondern wie das hier. Selbe Spiel. Wir gehen direkt in die Zentralwabe rein. Okay, also das Volk greift mich an. Gefällt mir gar nicht. Ich habe gerade den Nacken gestochen. Aua. Da muss ich leider mit ein bisschen Rauch hin. Sonst lassen die mir keine Ruhe. Wunderbar, also Königin ist überprüft, die habe ich gesehen, die ist da, Brut ist leer. Das ist ein sehr großes Bienenvolk. Da nehme ich jetzt wieder meine 40 Liter von der Oxalsäure. Selbe Spiel wie beim ersten Volk mit der Behandlung. Ich gehe mit den unteren Gassen zweimal drüber. Ihr seht, ich beschleunige jetzt den Prozess, weil wir hier im oberen Bereich doch noch sehr viele Bienen sitzen haben und ich brauche da schon noch mindestens ein Drittel der Spritzenfüllung, um auch oben alle Bienen dann zu erwischen. Die 10 Milliliter noch übrig. Also das hier ist ja mal echt ein Hammer. Tolles Bienenvolk. Alles perfekt hier. Futter haben sie auch noch mehr als genug. Wenn ihr gestochen werdet, den Stachel einfach nur mit dem Fingernagel rauskratzen. Don't panic. November, OX, plus, plus, plus. Futter auch plus.
So, jetzt haben wir hier unsere Bienen. Aua. Die musste mich jetzt auch nochmal stechen. Schön. Ja, das war Mist. Gut, dann müssen wir die Bienen halt hier schwache Volk rein, dass die dann noch einlaufen können. Und hier schnell zumachen, bevor die pissig werden. Die waren nämlich kurz davor, mich jetzt richtig zu attackieren. Klammer drauf, Volk ist fertig. Dann haben wir hier unsere Segeberger Kisten. Wachsbrücken, machen wir noch weg. Also hier oben brauche ich gar nicht gucken, da ist definitiv keine Brut drin. Wenn überhaupt, haben wir Brut hier im unteren Raum. Zentralwabe ist hier. Das sieht gut aus. Deutet alles auf Brutfreiheit hin. Zur Sicherheit lüpfen wir die jetzt allerdings nochmal. Das muss mir ja schon sicher sein. Ja, die sind brutfrei. Okay, also die ist mir jetzt in der letzten Sekunde hier unten reingelaufen. Habe ich jetzt leider tödlich verletzt. Die ist mir unter das Ohr vom Rähmchen noch in der letzten Sekunde reingelaufen. Da kann ich leider nichts mehr machen. Das Volk geht auch auf 40 Milliliter. Die sitzen da sehr, sehr eng zusammen. Hier ist ein sehr großer Tropfen, zwei Stück. Da habe ich kurz daneben geschwenkt. Aber die kann man ja mit der Kanüle wunderbar wieder aufziehen. Jetzt gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf drüber. Und dann muss ja wieder was übrig bleiben für den oberen Abteil. So, und der Rest geht nach oben. Mm-hmm.
Wow, also hier kommt wohl ein sehr, sehr großes Volk. Wenn die schon oben sitzen, dann haben die ja schon eine gewisse Größe. Okay, aber Futter haben sie auch noch alles noch drin. Brut ist es nicht. Ich kann die Brut bei so einem System einfach durch Anklappen von unten dann sehen. Noch ganz klar Brut sichtbar und das Volk ist noch sehr stark belastet. Wow, also das ist heftig hier. Wow, also das ist wirklich heieiei. Also das nenne ich mal noch wirklich viel zu viel Varroamilben drin. Ist es denn die letzte Brutwabe? Nein, es ist nicht die letzte Brutwabe. Das Volk wird trotzdem überwintern. Und zwar gut, aber auch nur dann, wenn ich die noch mal richtig mit Oxalsäure behandle. Weil jetzt in der Sekunde kann ich noch nicht mal ein Plus geben in der Gesundheit. Es ist total viel Varroa da noch drauf. Es sind aber hier, also hier war jetzt frei, das sind hier die zwei letzten Brutwaben. Und das Bienenvolk kann ich hier definitiv in den nächsten 14 Tagen behandeln. Da waren keine Larven, keine Eier mehr drin, nur noch die verdeckelten Brutzellen. Und wenn jetzt die restlichen Bienen mit oder ohne Varroa rausschlüpfen, danach liegen die Varroamilben alle frei auf der Biene oder sitzen, besser gesagt, frei auf der Biene. Und dann komme ich auch wieder mit meiner Oxalsäure da an der Entmilbung wieder dran. Jetzt in der Sekunde gibt es hier nicht weiter was zu tun. Außer, wie gesagt, die Stockkarte weiter sauber führen. Verhalten war gut. Ups, die ist gestochen. Vitalität war schlecht, aber die Entwicklung war gut und der Honig haben sie auch gut gemanagt, kann auch ein Plus gehen. Und Klammer schräg. Für schräge Klammer für ich muss noch behandeln. Ein weiteres wunderschönes Homehive-Bienenvolk. Ja, also hier auch alles perfekt. Ohren, wie die sitzen. Echt ganz toll. Da unten sehe ich jetzt allerdings wieder eine ganze Menge Leichenfall. Was mir hier eigentlich auch gleich sagen tut, noch viel zu viel Varroamilben drin. Ich sehe die Königin schon. Brutfrei. Auch hier von der Seite. Super. Dann kann ich die jetzt auch restentmilben. Also die werden es auch nochmal echt nötig haben mit der Oxalsäure. Ich lege nachher die Windeln rein. Und beim nächsten Video kann ich euch ja mal zeigen, wie viel so ein Bienenvolk dann nach der Behandlung von der Oxalsäure noch an Milben verliert.
Schau mal. Ah, da. Fertig das Volk. Schön. Und das letzte. Schönes Hochbeet noch, ne? So im Spätjahr immer noch so wunderbar grün. So eine richtige Artenvielfalt hier drin. Das zeige ich euch mal im nächsten Video. Die Hochbeete wieder. Ihr wisst ja, wenn es um Thema Insektenschutzaufklärung geht oder Bienenweiden, dann müsst ihr die Playlist Permabees anschauen. In der Playlist Bee Venture gibt es ausschließlich die Handführung von mir mit der GoPro-Kamera und auch speziell nur was Honigbienenvölker angeht. Die Hummeln, Wildbienen, Hornissen und alles weitere ist in der Bee Vital Playlist. Das sind natürlich auch Videos von Bienen, allerdings nur von meiner Telefonkamera und nicht von der GoPro-Kamera. Hier ist noch Brot. Hier ist noch Brot. Hier ist auch noch Brot. Gut, also wir brauchen hier gar nicht weiter schauen. Königin ist ja auch da. Und oh, das sieht ein schönes, gesundes Bienenvolk. Perfekt hier. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Schönes Volk. Sitzen auch perfekt ruhig in der Kiste. Keine einzige Leiche unten. Das Volk ist super stabil. Und in 3 Wochen müssen wir dann auch hier die Oxalsäurebehandlung noch machen. Deckel zu. Jetzt widmen wir uns nochmal unserem Problembienenvolk. Ja, es sieht wirklich danach aus, dass ich die Bienen vereinigen muss. Aber in allen Bereichen müssen die behandelt werden. Da ist so viel Varroa da drin, das ist ja echt abartig. Also mit Glück schaffen sie es doch, aber es wird hier ein Kampf. Wenn ich kann, dann gebe ich so einem Bienenvolk sofort Bienenmasse, um die zu retten. Und wenn ich noch ein Bienenvolk habe, wo genauso krüppelig und schwach ist wie das hier, dann werden die sofort vereinigt. Bei Minusgraden mit 2 Königinnen, bei Plusgraden wird die schlechtere Königin entfernt und 24 Stunden später dann die Bienen vereinigt. Genau, da haben wir ja schon die Statistik gemacht. So, und dann war es das für heute. 3 Völker bleiben übrig für eine Oxalsäurebehandlung in 3 Wochen.
Und die nächste Volksdurchsicht regulär bei dem Bienenstand ist dann in 6 bis 8 Wochen. Ich würde es jetzt eher mal bei 6 Wochen belassen. Und das, was ich da mache, das zeige ich euch auch in den Videos. Also da machen wir nicht mehr so eine Durchsicht wie heute. Also wirklich öffnen und reinschauen. Das macht nur dann Sinn, wenn ich eine Klappe aufmache und sehe, hey, mein Bienenvolk, da stimmt irgendwas nicht. Dann muss ich direkt reingucken. Aber die ganze Winterphase, deswegen habe ich auch diese Klappen hier beim Homehive entwickelt. Da mache ich lediglich die Klappe auf, guck rein. Wenn das Volk okay ist, dann mache ich die Klappe wieder zu und komme wieder in 6 bis 8 Wochen. In dem Sinne, schönen Abend euch. Ciao.